Hallihallo, meine Damen und Herren, meine etwas öffentliche Anrede hier. Ja, erstmal zuallererst musste ich mich mehr entschuldigen, dass wir 2 Tage jetzt eine Folge ausgelassen haben, aufgrund, naja, was soll man sagen, freizeitlicher Probleme, Kalle. Hey. Ja, konnten halt nicht aufnehmen und deshalb, ja, mussten wir leider mal 2 Tage was sausen lassen. Passiert. Ja, soll uns jetzt an dem Punkt nicht stören. Wir machen jetzt weiter auf jeden Fall. Ja, wie Wo wir jetzt waren in den wir denn? letzten paar Folgen, wir waren bei Akt 3, So weit bin ich auch schon. Quest 3 sind wir. Und müssen als nächstes Kalims Herz finden in der Kanalisation. Naja, auf jeden Fall. Ich habe ja, also wir haben ja schon gesehen, dass wir ziemlich Probleme haben, was das Tanken angeht. Deshalb habe ich beschlossen, jetzt mal auf Tank zu gehen. Ja. Habt auch schon ein Schild gesehen für mich. Irgendwo. Fand ich einen ganz cool. Und ich gehe einfach Der weiter, nicht mehr da Oberweite. ist. Ja, macht das. Also ich werde mir, glaube ich, mal den Schild holen, weil der hat eine Chance zu blocken. 69%, das gefällt mir irgendwie. Da hole ich mir den auch klar. Was? Wie viel hat der gekostet? Scheiße. Na egal. Wie viel hast du ausgegeben? Ja, ein bisschen. Aber egal, soll mich nicht Bisschen. stören. Wetten mehr als ich hab. Wie viel war es denn ungefähr? Weiß ich nicht. Ja, toll. Ich weiß nicht mehr, wie viel Gold ich am Anfang hatte. So, gut, ne. Ist egal. Auf jeden Fall, jetzt brauche ich erstmal wieder ein bisschen Gold. Jetzt habe ich eben viel verloren. 17.000 habe ich noch. Ja, dann sage ich mal. Geh mal einen Wegpunkt zum Schinder-Dschungel. Und da warte ich mal auf euch. Stimmt, ja, wir haben ja jetzt das Gehirn und jetzt müssen wir noch die anderen 2 Teile finden. Nee, wir haben Auge und Hirn und brauchen jetzt noch das Herz. Und dann halt den Ach, da Pfleger ist noch das am Auge. Ende. Ah. Ja, noch so, wir haben jetzt gerade offscreen noch kurz vorher uns einen Söldner geholt. Also die beiden hier, da ist der eine und da ist der andere. Sind die Eisenwölfe, sind die Söldner aus Akt 3 meine Hass-Söldner. Ich finde, das sind die unnützesten Söldner von allen 4 Arten. Aber die beiden wollten es halt nehmen und ja. Und ich habe halt hier den dahinter, der hier, der so ein Wüstensohn. Meiner Meinung nach die beste Söldnerart, die es gibt. Weil die Auren besitzen, die wir dann später wahrscheinlich noch sehen werden, sobald er sie irgendwann mal aktiviert hat. Ach, da ist er doch. Wüstensohn. Also ihr seht jetzt, unter euch sind so eine roten Kreise. Das ist die heilige Zielsucher-Aura, die Ach erhöht da. unseren Angriffswert. Also wenn ihr jetzt A drückt, dann seht ihr, dass ihr bei Angreifenwert eine erhöhte Zahl habt. 4 bis 13. Also bei Yay. mir ist jetzt hier ein Angreifen von 772 und ein Chancetreffer 87%. Die wird wahrscheinlich ohne den Schallern ein bisschen niedriger sein. Deshalb also Wer ist diese. denn Schallern? Das ist mein Söldner. Der Homie, ein Sklave. Ja, alles klar. Boah, Ja, ja, cool. schön alle auf jeden Fleck. Oh, gut, was geht es? Was? Naja, nichts für uns. Willst du jemanden haben? Ja. Ja, ich. Wir brauchen sich aber Hauptsache Herz. Assassine. Ah. Eben. Gut. Ich glaube, geht's weiter. Assassine. Getarnt als Totenbeschwörer. Also für euch, wir müssen jetzt zum Bazar von Travenzal, glaube ich, oder so heißt es. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Er ist schon wieder am anderen Arsch der Welt, ey. Am anderen Arsch, Wie wie viele immer. Arsch hatten die Welt? Oh, viele. Na dann. So. Na, ich hoffe mal, dass wir jetzt in dieser Session, also wir werden ja, denke ich mal, 2 Stunden aufnehmen, oder? Aua, ich hab schon wieder ein Teil drin geschoben. Ja, wir hoffen, dass wir vielleicht Mephisto schaffen in dieser Session. Also dann damit Akt 3 abschließen. Bin mir aber nicht sicher, ob wir das. Pistinator. Ha? Denkt. Pistinator. Ja. Mephisto. Man könnte mal Leute töten. Oh, Knechte. Machen wir das Oh, jetzt ich halt. hab einen Schwengel bekommen. Oh Gott, ey, meiner. Kannst du mir den Schwengel mal geben? Ja, wenn ich ihn finde. Oh. Ja, der ist nicht zu übersehen. Ah, eigentlich nicht. So, damit kann ich mal den Typen aus. Also den ausgerüstet habe ich den natürlich nicht.
Problem war, ich hatte erst P gedrückt, dann O und dann I. Da Okay, brauchen wir schon eine Weile zum Suchen. ich. Ja, irgendwie schon. So. Gibt vier Stärke dann dazu. Naja, lassen wir erstmal. Da ist ein Kettenpanzer. Ja, also, ich glaube, ihr habt beide eure Söldner auch noch nicht ausgerüstet, oder? Nö, überhaupt nicht. Sammelt einfach irgendwas auf. Also, Söldner, also eure rüstet man halt aus mit, logischerweise Helm und Rüstung, Schild und na, eigentlich ein Schwert. Aber ich glaube, es geht auch Knüppel oder sowas. Meiner wird, muss da ja schon anders ausgerüstet werden. Meiner bekommt, wie er ja Ja, kein Mana. so eigentlich optisch aussieht, kriegt er natürlich eine Stangenwaffe, wie ich ihn ja ausgerüstet habe. Das ist später noch aufgenommen. Ich mal her. Kalle? Ja. Warum bist du jetzt am Arsch der Welt? Stimmt, was macht er da? Ihr seid falsch. Wir sind falsch, sagst du? Ah, meine Haut ist härter. Meine Brüste werden praller. Drei Socke sind zwar ganz nett, aber naja, gut. Oh Mann, ey, wieso komme ich denn immer auf Alt umschalt, Mann? Warum komme ich auf den Desktop? Ey, war das nicht Alt-Tab? Ja, Alt. Was habe ich denn gedrückt? Was habe ich denn gesagt? Besser als Alt-Umschalt. Was habe ich? Alt-Umschalt habe ich gesagt? Das könnte schlimmer Ja. sein, da könnte Wieso, wie komme ich denn auf Alt-Umschalt? Bei Alt-Umschalt stellst du Wie deine komme ich denn da Tastatur zu drauf? EU um. Komme ich denn darauf? Stimmt, Zu Englischen, Amerikanisch. Tommy, komm mal her, das Breitschwert, wenn du den. Wenn du den Set noch nicht ausgerüstet hast, nimm das Breitschwert. Dann kannst du ihn Aber erst mal, hier oben sind viele. Oh ja, hier kommen noch mehr. Das ist zwar Kallis, aber trotzdem kommen wir noch mehr. Nicht gesockelt. So, wollen wir mal was gucken, Kampfbeherrschung. Ah, ich kann mittlerweile Eisenhaut skinnen, das ist sehr gut. Also bei Eisenhaut, das ist eine Sache, die ich sehr beim Barbaren mag. Diese ganze Seite, die ich hier gerade zeige, sind ja alles passive Fähigkeiten. Und da habe ich unter anderem die Eisenhaut, die einfach meine Verteidigung passiv erhöht. Das ist eine sehr geile Sache. Also ich habe jetzt die um 30% erhöht. Also wenn man, kann man zurückspulen eigentlich. Also Verteidigung war vorher, glaube ich, bei jetzt 270 oder so, jetzt bei 306. Bin mir selber nicht sicher, aber ist ja eigentlich auch an sich egal. Auf jeden Fall gut erhöht und ich glaube, das wird uns in Zukunft eigentlich schon helfen. Weil ich persönlich, also im Shinra Dungeon haben wir ganz schön alt ausgesehen teilweise. Tommy ist auch zweimal verreckt. Der Held. Ja. Ich hab's für euch getan. Ja, weil wir uns da immer wieder freuen, wenn du stirbst. Ja, eben. Aber trotzdem. Fakt ist, kann so an sich nicht weitergehen. Ich muss einsehen. Finch auch. Ich muss also Tank bauen. Ob es gut funktioniert, weiß ich noch nicht. Wir versuchen einfach unser Glück. Ich versuche immer alles Angreifendes. Immer es ist kalles scheiß Skelettarmee. Wolltest du auch die noch nicht hier oben, färben? Pink? Lila? Ich kann dir sagen, dass eben eins dazugekommen ist, weil ich das ab Unsichtbar? hatte. Die fürchten keine Blätter mehr. Da geht's nicht lang. Schön. Jetzt mal bin ich wieder langsam, jetzt muss ich wieder schleichen. Ich weiß ja nicht mal, ey, was man lang kann geht. Den Typ einfach gar nicht ausrüsten. Doch, kann man. Klar. Oh. Weil er. Nein, er nimmt meine ganzen Sachen nicht. Was ist denn das dagegen? Schwert. Ein Schwert. Was für eins? Zeig mal. Schattenschwert. Das ist ein das Zweihandschwert. Das ist ein Zweihandschwert, du. Muss schon gucken, das ist ein Einhand. Er braucht ein Einhandschwert. Kann ich ihm auch Klauen geben? Nee. Schwert und Knüppel sind die Sachen. Und dann halt ein Schild. Ach, da ist eine Brücke. Und da müsst ihr halt immer aufpassen wegen Stärke und Geschicklichkeit, weil das, diese Werte haben sie auch, wenn sie nicht genug Stärke oder Geschicklichkeit haben für ein Item, können sie es logischerweise auch nicht tragen. Hat zufällig jemand ein paar Steinchen, die ich sockeln könnte? In der Bay, also in der Stadt. Steine. Okay. Da ist einer was gefallen. Alter, was kommt mir alles geflogen? Sind das unsere Schüsse oder dieser Gegner? Die sind von uns, also.
Oh. Ihr müsst bedenken, dass eure beiden Eisenwölfe so Frostgeschosse schießen und dass die ganzen Skelettmagier von Kalle auch rumballern, wie ihr wollt. Ach, Alter, Kalle, kauf dir Färbemittel, was deine Skelette unsichtbar macht. Aber die sind nicht so laut. Ich glaube, also diese Lautstärke da kommt von euren Söldnern. Klar. Ja, die lauten Geschosse kommen von euren Söldnern. Der Sound stört mich nicht unbedingt. Nervt eigentlich nur die ganzen scheiß Skelette. Aber was hast du gegen die, hä? Der kommt einfach immer noch das gleiche wie 20 Ports zuvor. So kann man den Typen dann keine Handschuhe haben, hä? Ist ihm nicht kalt an den Händen? Die kannst du nur minimal ausrüsten, das heißt, sowas ist nicht möglich da. Auch Ringe und sowas gibt's da nicht. Bei Diablo 3 wird's, glaube ich, wird's noch mehr eingeschränkt, oder? Waffe, Schild kannst du ausrüsten und dann glaube ich nur Ringe und Amulett, oder? Mehr kannst du bei Diablo 3 nicht ausrüsten. Zwei Ringe und ein Amulett noch, das war's. Naja. Weil, also hier geht ja noch Rüstung und glaube ich zumindest, ich war so lange nicht mehr an. Ne, ich glaube auch, dass es so war. Ich war mir jetzt nicht mal sicher, ob vielleicht noch irgendwo Helm, aber ich glaube nicht. Weil hier kannst du ja Rüstung und Helm ausrüsten mit Waffe und Schild oder nur Waffe halt. Und in, ja, wie gesagt, in Diablo 3 sind es halt dann die Waffe plus Schild. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Waffe und Schild und dann halt die Schmuck. Deshalb, da läuft es ein bisschen anders. So, minimal. Wo müssen wir hin, ey? Das ist reinste Irrlabyrinth. Ich sehe schon vor mir, wir hätten. Es ärgert mich in der letzten Session, wo wir aufgehört haben. Da hatte ich nämlich. Nein! Oh, Junge, nein! Ich so kann weit nicht verschwinden. Oh, verdammt. Ich bin langsam. Das ist so rumbringen, deswegen. Na, auf jeden Fall. Ärgert mich eben eigentlich die Sache, dass ich in der letzten Session eigentlich noch das gefunden habe, wo wir hin müssen und haben wir auch nicht weitergemacht, weil wir dann aufgehört haben. Das ärgert mich. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir laufen zurück. Ich habe keine Ahnung. Mein Gefühl ist tot. Wenn man so von. Nehmen wir mal so, wenn du jetzt Akt 3, die kommt. Stell dir mal vor, du hättest einen unendlichen Bildschirm, sag ich mal, ne? So einen mega gigantischen Bildschirm von keine Ahnung wie viele tausend Zoll. Und du würdest einfach nur die Karte öffnen. Siehst also die gesamte Karte von einem kompletten Akt, ne? Ja. Dann läufst du im Prinzip Akt 3 mäßig von unten nach oben. Mehr tust du nicht, die ganze Zeit. Also in Akt 3 läufst du eigentlich nur von unten nach oben, ohne irgendwelche Unterbrechungen an sich. Deshalb, wir laufen die ganze Zeit nach unten. Das kann irgendwo nicht stimmen. Und ich sehe auch, da hinten geht's irgendwo. Ja, da hinten geht's hoch. Ist mal falsch gelaufen, das ist jetzt zu spät eingefallen. Yes! Ja, mein Golem ist tot. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr euch das nochmal so angucken wollt, aber wenn ihr euch jetzt die Aufnahme dann angucken würdet, also von Gesamtakt 3, ne, dann würdet ihr euch das auffallen, dass wir uns ganz von unten nach oben bewegen in der World Map. Also jetzt mal die Geschichte nicht genommen, sondern wir laufen ganz von unten nach oben. So ist Akt 3. Ich habe die ganze Zeit die Map offen, aber trotzdem mag ich das nicht. Weil ich da nicht drauf achte. Ja, ich hab das schon so lange gespielt. Irgendwann fällt es einem einfach mal auf, weißt du, dass du dich eigentlich im Prinzip wie ein Bekloppter einfach nur von unten nach oben bewegst. Einfach überall drüber springen. Oh, hab ich das gesagt. Aha, gute Idee. Moment, was